Du bist selbstständig Unternehmer oder arbeitest im Vertrieb und brauchst noch mehr Kunden, um mehr Umsätze zu generieren, um schließlich dann die Erträge, die Gewinne auch fakturieren zu können. Nun, dann bist du heute hier richtig zum Thema, wie du noch schneller Kunden findest. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Group Instituts für Gründung, Finanzierung und Geschäftsentwicklung. Und wir helfen jedes Jahr vielen Menschen dabei, beruflich sich zu verwirklichen, noch erfolgreicher zu werden und natürlich auch mehr Kunden zu gewinnen. Denn das eine ist, dass du einen Finanzplan machst, eine Ertragsplanung, das andere ist, deinen Businessplan, dein Konzept zu schreiben. Aber viel wichtiger ist, wie du in den Markt reinkommst, wie du deine Kunden findest und bindest, also deinen Marketingplan. Und heute gebe ich dir ein paar Tipps mit, wie du noch schneller Kunden findest, indem du ganz leicht anfängst, hier oben ein wenig anders zu denken, vielleicht umzudenken, und die Kunden anziehst und aufhörst, sie zu verfolgen. Kunden zu finden und zu binden, das wird dann sehr leicht, wenn du verstanden hast, wie die Psychologie dahinter funktioniert. Denn ein Kunde wird nicht bei dir kaufen aus Mitleid mit dir oder weil er zu viel Geld auf dem Konto hat und der Bankdirektor sagt, Mensch, die müssen dringend was ausgeben. Und er wird auch nicht bei dir kaufen, weil er es muss, sondern er kauft freiwillig. Er kauft freiwillig, weil er einen Grund dazu hat. Und das ist deine Aufgabe, dich in die Welt zum Beispiel eines Fisches hineinzudenken und zu überlegen, wann beißt dieser Fisch an? Der beißt auch nicht an, weil er muss oder weil er gerade nichts zu tun hat oder aus Mitleid, sondern der Fisch beißt an, weil er ein Motiv hat. Und das ist der Kern der Sache. Wenn du all dein Handeln, deine Gespräche, dein Marktauftritt, dein Markteintritt, die Kanalstrategie danach auswählst, was Kunden dazu bewegt, etwas zu tun, dann wirst du erfolgreich sein und es wird ein leichtes sein, die Kunden zu gewinnen. Nun schauen wir uns mal das erste hier an dem Beispiel, an dem Modell von dem Fischer, von dem Angler, der hier einen Fisch angeln will. Das erste, was er natürlich braucht, ist, dass es überhaupt eine Gelegenheit gibt, dass der Fisch hier anbeißen kann. Nun, was bedeutet das für dich übertragen? Wenn du nirgends erreichbar bist, wenn du vielleicht nur eine Webseite hast, aber keine Landingpage hast, wenn du keine Point of Sales hast, wenn du keine Gelegenheiten schaffst und bildest, dass der Kunde dich erreichen kann, wo du verkaufen kannst, wo der Kunde sich informieren kann, also eine Konversion stattfindet, nun, dann wirst du einfach keine Kunden gewinnen. Das hört sich vielleicht zwar blöd an oder du lachst jetzt vielleicht, das weiß doch jeder, aber wenn du dich umschaust und dir die meisten Webseiten im Internet anguckst, dann suchst du häufig genau diesen Haken vergeblich. Wenn du die Webseiten im Internet betrachtest, dann findest du meistens nur Selbstdarstellungen. Wie toll ist die Firma, wie toll ist das Produkt, wie toll bin ich und wie arm sind die Kunden oder die Mitbewerber dran. Und das ist aber kein Angelhaken, das ist keine Landingpage, das ist keine Verkaufsseite. Und das Gleiche gilt aber auch für Offline-Produkte, für digitale Produkte wie zum Beispiel dein Flyer, dein Prospekt, deine Visitenkarte, alles was du sozusagen erzeugst und verteilst. Stell dir die Frage, ist das tatsächlich ein Angelhaken? Ist das eine Möglichkeit, wo der Kunde sich entscheiden kann, wo er weiß, was er bekommt, wie viel er bezahlen muss und was er tun muss, um sein Problem zu lösen mit Hilfe deines Produktes, deiner Dienstleistung? Aber selbst wenn du das jetzt hast, du hast deinen Angelhaken ausgelegt, deine Website, deine Landingpage, dann ist die viel wichtige Frage noch, was hast du am Haken dran? Was ist der genaue Köder? Und das Problem ist, dass selbst wenn ein Köder an diesen Haken dran sitzt, also auf der Landingpage, auf deinem Flyer, auf deinen Vorträgen oder sonstigen Pitch-Gelegenheiten ein Angebot zu sehen ist, dann ist es meistens so aufgebaut, so wie es mir auch passiert ist, dass der Köder nicht dem Fisch schmeckt, sondern dass der mir schmeckt. Und wenn der Angler sagt, ich esse ganz gerne Schwarzwälder Kirschtorte und denkt dran und formuliert dabei die Auswahl seines Firmennamens, die Auswahl seines Geschäftspapiers, die Kreation seiner Website, die Außendarstellung seines Ladengeschäfts, sein gesamtes Corporate Design, die Corporate Identity, alles wird ausgerichtet danach, was der Angler so toll findet. Nun, dann hast du dich vielleicht selbst verwirklicht, aber du bist dann auch der Einzige, der täglich dann deine Leistung kaufen darf. Du bist der Einzige, der selbst bei dir eine Angel anbeißt. Das Entscheidende also ist, dass der Köder nicht dir schmeckt. Das Entscheidende ist, dass du weißt, wer der Fisch ist und dass du weißt, was der Fisch gerne isst. Und nicht jeder Fisch isst gerne Regenwürmer, ein anderer isst gerne Fliegen und der nächste, gerade die Raubfische, nun, die brauchen als Köder Blinker. Und das ist deine Aufgabe, also genau herauszufinden, wer ist hier der Fisch, deine Zielgruppe und welche Köder bevorzugt dieser. Wenn du jetzt aber neu in den Markt eintrittst,
dann kann es sein, dass du an der Ecke, wo du deinen Angelhaken ins Wasser hältst, dass da nicht viel los ist. Da ist wenig Traffic, da kommen wenig Fische vorbei. Und das weiß auch der Angler. Und deshalb macht der Angler etwas, was erstmal völlig widersinnig erscheint. Er greift mich in seinem Beutel, wo Ködermaterial ist, und nimmt dann Teig oder Regenwürmer, was auch immer, und er schmeißt es in das Wasser. Er sorgt also dafür, dass es hier eine erhöhte Konzentration von Nutzen gibt. Eine erhöhte Konzentration von Vorteilen, von Ködermaterialien. Er hat sich also nicht nur Gedanken gemacht, wer der Fisch ist, den Zielgruppenavatar bestimmt, die Persona festgelegt. Er hat nicht nur analysiert, was der Köder ist, sondern er geht sogar verschwenderisch mit dem Köder um. Er gibt erstmal viel mehr, als er erstmal bekommt. Und dieses Anködern, nun, das findest du auch im Marketing. Und das ist auch entscheidend für deine Verkaufsprozesse. Das nennt man Content Marketing zum Beispiel, dass du erstmal Content rausgibst, dass du erstmal zeigst, dass du es drauf hast, Probleme zu lösen. Es kann aber auch sein, dass du Vorträge hältst. Auch das ist erstmal Gratis-Dienstleistung. Es kann sein, dass du kostenfreie Demos, Probefahrten, kostenfreie Erstgespräche gibst, dass du erstmal Testangebote gibst deinen Kunden, damit die sich überzeugen können, dass der Köder auch wirklich schmeckt, Inhalt hat und dass du zuverlässig und überzeugend bist im Prozess, wie du dann diese Köderstoffe auch anbietest. Das heißt, die Kunden beobachten dich alleine schon in diesem Vorprozess, um dann erleichtert zu einer Entscheidung zu kommen, deine Aufträge, deine Dienstleistung zu buchen. Wenn du das also gemacht hast, wenn du also, wie du siehst, enorm in Vorleistung gegangen bist, du hast dir also eine Angel, eine Landingpage oder Verkaufsgelegenheiten eingerichtet, auch vielleicht ein Ladengeschäft oder online, eine konvertierende Seite, wo der Kunde kaufen kann. Du hast dich Gedanken gemacht, auch um den Fisch, was der gerne isst und wann er isst und wo er isst, und hast an der richtigen Stelle deinen Haken ausgebracht. Aber nicht ohne Köder, sondern mit dem richtigen Köder, der zusätzlich noch im Wasser umgeben wird von zusätzlichem Köder, zusätzlichem Content, zusätzlichem Nutzen. Nun, was wird denn passieren? Das spricht sich rum. Dann stehen die Fische bei dir Schlange und kämpfen darum, anbeißen zu dürfen. Noch bevor du deinen Angelhaken ins Wasser hängst, wirst du schon sehen, wie die Fische dort warten, um dann wieder dein Content, dein Köder zu bekommen. Und schließlich hängst du deinen Haken dort rein und dieser Fisch, das ist dann in dem Moment dein Kunde. Zusammengefasst also ist es hier kein Zufall, dass du jeden Tag, jede Stunde neue Kunden, neue Leads gewinnst, sondern es ist eine Folge, ein Ergebnis eines Prozesses, den du über Wochen, Monate und Jahre aufbaust. Was ist nun der nächste Schritt für dich? Nun, einfach nur rauszugehen und mit Leuten toll manipulativ zu reden, zu sagen, ich habe jetzt so toll gequatscht, du musst mein Kunde werden, nur das wird nicht ausreichen, das ist viel zu kurz. Es ist unwahrscheinlich, dass du gerade den richtigen Kunden gefunden hast. Es ist unwahrscheinlich, dass du die richtige Zielgruppenansprache gefunden hast. Es ist unwahrscheinlich, dass die Kürze der Zeit ausgereicht hast, sein Vertrauen zu gewinnen. Es ist vielmehr ein Prozess, den du einmal aufbaust, der über Jahre immer größer wird. So wie ein Feld, was du bestellst, wo die Bäume immer größer werden und immer mehr Ertrag bringen und du Ernte einfahren kannst. Dein erster Schritt ist also, dir Gedanken zu machen. Nun, was überhaupt sind die Fische da draußen? Welche Probleme haben sie? Welche Dienstleistung bietest du an? Welche Produkte bietest du an? Und dann machst du dir Gedanken, wie du diese Fische auch erreichen kannst und welchen Köder sie haben. Und der Köder, nun, das ist der Leidensdruck, das ist das Problem oder die Leidenschaft, der Wunsch von den Fischen. Und das sind die Dinge, auf die du dich dann auch konzentrierst und wo du dann auch produzierst. Texte, Filme, Clips, kleine Fachartikel, Vorträge hältst, kleine Testprodukte erzeugst, je nachdem, ob du Produkte oder Dienstleistungen anbietest. Und je mehr du davon ausbringst, desto mehr wird sich in dem See, in dem Gewässer, in dem Meer, wo du angelst, wird sich es unter den Fischen rumsprechen, wo die Lösungen tatsächlich gut sind, wo sie Köder auch gut schmecken. Und dann wird der Kunde auch bei dir anbeißen. Irgendwann wird er auch häufiger anbeißen, als du abarbeiten kannst. Solltest du hierbei Fragen haben oder Unterstützung brauchen, genau in diesem Prozess, diesen Sales Funnel, das Marketingkonzept darüber, die einzelnen Schritte zu erstellen, einen Content-Produktionsplan, Redaktionsplan zu erstellen, nun, dann kannst du gerne einen Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Wir haben über 40 Berater und viele Experten, die sich damit sehr gut auskennen und sich darauf freuen, dir weiterzuhelfen. Gerne aber kannst du jetzt auch unseren Kanal abonnieren und uns weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen.
Möchtest du gerne ein Erstgespräch haben, um deine Fragen zur Gründung, Finanzierung oder beruflichen Entwicklung zu klären, so findest du hier auf dieser Seite einen Gutschein. Mit diesem kannst du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren, 45 Minuten an der Dauer, entweder in Berlin, in meiner Beratungspraxis oder auch gerne am Telefon. Bis zum nächsten Mal.